Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes 2039-15. Ich darf Herrn Staatsminister Al-Wazir bitten, den Gesetzentwurf einzubringen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Situation an den Wohnungsmärkten ist weiterhin spürbar angespannt. In vielen Städten Hessens besteht immer noch Wohnungsknappheit. Ich bin mir sicher, dass auch die konjunkturellen Einbrüche im Zuge der Corona-Pandemie insbesondere das Thema bezahlbares Wohnen noch einmal mehr in den Fokus rücken werden. Also, bezahlbarer Wohnraum ist wichtiger denn je. Die Landesregierung wird deshalb weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, damit jede Hessin und jeder Hesse eine angemessene Wohnung zu einem vernünftigen Preis finden kann. Und das Gesetz, das ich hier heute einbringe, das Gesetz zur Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes, ist hierfür ein wichtiger Baustein. Durch die Verdoppelung, ich wiederhole, durch die Verdoppelung der Mittel des WIPG, so nenne ich es jetzt einmal abgekürzt, von 257 auf 514 Millionen Euro tragen wir wesentlich zur Erhöhung der Mittel bei, die für soziale Mietwohnraumförderung in dieser Legislaturperiode bereitstehen. Und das ist eine gute Nachricht für alle Hessinnen und Hessen, die auf der Suche nach einer für sie bezahlbaren Wohnung sind. Wir haben aber nicht nur die Mittel erhöht, wir haben auch die Richtlinien überarbeitet, nach denen diese Mittel verteilt werden und wesentlich vereinfacht. Die Mittel, die über das WIPG bereitgestellt werden, werden nicht wie beim Vorgängerprogramm, das sogenannte KIP-Programm, über eine eigenständige Richtlinie vergeben. Wir sind jetzt hier einen anderen Weg gegangen. Das KIP-Programm hatte damals aufgrund der Flüchtlingskrise seine Berechtigung. Dennoch war vieles, was im Rahmen des KIP-Programms gefördert wurde, auch im klassischen Mietwohnungsbauprogramm förderfähig. Dies hatte zur Folge, dass sich die Programme auch Konkurrenz machten. Die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus durch zwei Programme, die in weiten Teilen deckungsgleich sind, macht aber auf Dauer keinen Sinn. Und im Rahmen der Überarbeitung der Mietwohnungsbauförderrichtlinie haben wir uns daher entschieden, die sogenannten WIP-Mittel künftig über die klassische Mietwohnungsbauförderrichtlinie zu verteilen. Und das geschieht dort über die neue Fördervariante 15-jährige Bindung. Wir haben also das Beste aus den bisher getrennten Förderrichtlinien jeweils übernommen. Die Gewährung von Zinszuschüssen, um die Förderdarlehen zinslos zu stellen, war bisher nur bei den KIP- bzw. WIP-Darlehen vorgesehen. Dies haben wir jetzt im Rahmen der Überarbeitung der Förderrichtlinie für die gesamte Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus eingeführt. Bautechnische Vorgaben gab es bisher nur in der klassischen Mietwohnungsbauförderrichtlinie, nicht jedoch in der Richtlinie zur Vergabe der KIP-Mittel. Die Erfahrungen dort wiederum haben uns gezeigt, dass ein Verzicht auf diese Vorgaben zu keinen Problemen bei den geförderten Wohnungen geführt haben. Wir haben daher die bestehenden bautechnischen Vorgaben weitgehend gestrichen und gehen auch davon aus, dass sich dadurch die Bearbeitung der Anträge durch die WI-Bank deutlich beschleunigt. Und umgekehrt gibt es künftig für Förderprojekte, die WIP-Mittel in Anspruch nehmen, Finanzierungszuschüsse. Diese wurden bislang nur in der klassischen Mietwohnungsbauförderrichtlinie gewährt. Auch haben wir die Finanzierungszuschüsse insgesamt deutlich angehoben. Diese betragen jetzt bis zu 40%. Es gilt also, die Dauer der Bindungen 15, 20 oder 25 Jahre bestimmt die Höhe des Finanzierungszuschusses. Je länger die Bindungen, desto höher der Finanzierungszuschuss. Wir bieten also jetzt mehr Geld, eine deutlich einfachere und mit deutlich besseren Konditionen ausgestattete Förderung des Mietwohnungsbaus an und flankieren das eben mit der Bereitstellung von ausreichend Fördermitteln. Ich finde unter dem Strich eine wunderbare Debatte hier, und ich hoffe darauf, dass wir es schaffen, an dieser Stelle jetzt im Interesse der Sache eine Debatte zu führen, die am Ende das im Sinne hat, was hoffentlich alle hier eint, nämlich dass wir mehr Sozialwohnungen für diejenigen bereitstellen können, die es dringend brauchen. Die Landesregierung arbeitet daran, den langjährigen Trend des Rückgangs der Sozialwohnungen zu stoppen und umzukehren.
Und dieses Gesetz wird ein wesentlicher Baustein dazu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich darf die Aussprache öffnen. Erste Rednerin ist die Kollegin Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man eines feststellen muss, dann ist es jetzt so, so viel Geld für Sozialwohnungsbau ist hier noch nie ausgegeben worden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es eben noch einmal gehört, sehr detailliert. Ich will es noch einmal zusammenfassen. Wir haben eine Verdoppelung der Summe im WIPG. Wir haben vereinfachte Förderrichtlinien. Wir haben dadurch folgend schnellere Bearbeitung. Das war in der Vergangenheit häufig mal bei der Bank ein Problem. Wir haben längere Bindung und wir haben mehr Zuschüsse. Wenn das nicht ein Applaus wert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber noch einmal in die Vergangenheit zurückgehen, nämlich des Wohnungsraums Investitionsgesetz ist ja bereits in der Zuständigkeit von Frau Ministerin Hinz entstanden. Damals war schon klar und deutlich, es besteht der absolute Wille, Wohnraumförderung in diesem Land Hessen zu befürworten, zu installieren und wieder sozusagen in den Tritt zu kommen, dass wir die Delle, die wir im sozialen Wohnungsbau auch in den Belegungsrechten hatten, ausgleichen und da mehr Tempo reinkriegen. Und jetzt verdoppeln wir eben die Mittel, 514 Millionen € jährlich. Und der Wegfall der Zinslast, die Eigenkapitalerhöhung der Nassauischen Heim gehört auch dazu. Das ist ganz wichtig, weil Sie alle wissen, diejenigen jedenfalls, die den Wohnungsmarkt beobachten, ist, dass genau die Bestandhalter, das sind die Partner der Kommunen, die Bestandhalter, die bereit sind, große Wohnungsbestände zu halten, die zu sanieren in regelmäßigen Abständen und die Mieten niedrig zu halten, das sind diejenigen, die auch mietpreisdämpfend auf dem Markt wirken. Und wenn wir eins gelernt haben in der Vergangenheit, dann ist es das, dass Wohnungsbau ein langfristiges Geschäft ist. Und daher ist es so wichtig, dass man jetzt eben so viel Geld da hineingibt, das gebunden ist an den Marktbedarf, nämlich an sozialen Wohnungsbau und an Bindungsrechte, dass es daran gebunden ist, weil wir da eben diesen Defizit aus den vergangenen Jahren ausgleichen müssen. Und dass es jetzt langsam gelingt, das ist, finde ich, ein großer Erfolg dieser Landesregierung. Und wenn man einmal betrachtet, wie viel Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in alle Bereiche, die das Zusammenlegen bedingen. Wenn man einmal sieht, wie viele Investitionen ermöglicht worden sind in den letzten Jahren durch diese Landesregierung, dann muss man sagen, natürlich ist der Wohnungsbau absolut prioritär, weil wir alle ein Grundrecht auf Wohnen haben, wie ich finde. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur dazu passt, dass Kindergärten, Schulen gebaut werden. Und da sind wir an der Seite der Kommunen hier in Hessen, nämlich den Kommunen auch zu ermöglichen, diese Infrastruktur zu schaffen und nicht zu denken, na ja, wenn ich das jetzt so mache, dann muss ich noch eine zusätzliche Schule bauen und das wird dann eng und knapp. Das genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir hier in Hessen nicht, sondern wir sind an der Seite der Kommunen. Und wenn wir noch einmal die Mitteilung vom Wochenende ansehen, wo es auch darum geht, Belegungsrechte und Sozialbindungen wieder zu unterstützen und attraktiver zu machen, dann ist das auch ein Erfolg dieser Landesregierung und der stetigen Politik, auch wenn es Defizite gibt, auch wenn wir einiges zu bejammern haben und wenn wir uns gegenseitig Dinge vorhalten. In der Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir uns alle einig, wir brauchen viel Geld für den Wohnungsmarkt, wir brauchen viele Player, die das alles umsetzen, und wir brauchen natürlich Bedingungen, damit dieses Geld auch in die richtigen Bahnen fließt. Und genau das machen wir hiermit, mit diesem Wohnungsmarkt.
Bauinvestitionsgesetz und den Mitteln über 4 Jahre von sage und schreibe 2,2 Milliarden €. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Förster-Heldmann. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Abg. Heiko Kasseckert. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, nach diesem sehr engagierten Vortrag meiner Kollegin Förster-Heldmann bleibt eigentlich kaum noch etwas hinzuzufügen. Wir haben in der Vergangenheit schon sehr oft über das Thema Wohnungsbau gesprochen. Wir haben sehr oft über die Notwendigkeiten gesprochen. Über den Bedarf gibt es, glaube ich, überhaupt keine Frage, nicht nur im Ballungsraum, sondern auch über das ganze Land verteilt. Aber die Antworten darauf, wie können wir Wohnungsbaumittel freisetzen, wie können wir Investitionen freisetzen, darüber haben wir hier schon oft und hart gerungen. Wir haben viel über Regulatorik in den vergangenen Jahren auch diskutiert, auch entschieden, weil angespannte Wohnungsmärkte es erforderlich gemacht haben. Aber heute, und darüber freue ich mich sehr, haben wir mit dem Gesetzentwurf hier einen Beitrag dahingehend zu leisten, dass mehr in den sozialen, in den bezahlbaren Wohnungsbau fließt. Und wir haben das in den vergangenen Monaten ja auf der Seite des Ministeriums mit den Akteuren, auch der Bauwirtschaft, ja intensiv diskutiert. Wir haben hingehört, wir haben versucht zu klären, woran hängt es, weil in der Vergangenheit, und auch das ist ein Teil der Wahrheit, die bereitgestellten Mittel nicht in dem Maße abgeflossen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, das kann man ja konstatieren, aber wir haben daraus gelernt und haben mit dem jetzt hier vorgelegten Gesetz im Prinzip an den Stellschrauben gedreht, wie Sie Frau Förster-Heldmann und Herr Minister schon dargestellt haben, indem wir beispielsweise bautechnische Vorgaben herausgenommen haben, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Bauen im sozialen Wohnungsbereich eher unattraktiv war. Wir haben die Fördersumme erhöht, wir haben die Zuschüsse in Bezug zu den Belegungsrechten deutlich erhöht. Das heißt, auch das wird für einen Investor interessanter werden, hier dauerhaft langfristig zu investieren. Und wir haben, wie ich meine, in einem sehr ohnehin schon moderaten Zinsumfeld, aber mit der Vorgabe, dass das Land die Zinsen für solche Wohnungsbauvorhaben übernimmt, noch einmal einen wesentlichen Beitrag geleistet, attraktiv den sozialen Wohnungsbau für Investoren zu machen. Und deshalb glaube ich, dass wir auf der Investoren- bzw. auf der kommunalen Seite hier jetzt mit den Mitteln eine deutlich stärkere Nachfrage erreichen werden. Und dass nicht nur die Annahme oder nicht nur die Hoffnung darin Ausdruck findet, das sehen Sie an den Mitteln, die wir bereitstellen. Wir werden die Mittel verdoppeln um 257 Millionen. Und das, glaube ich, ist heute ein richtig gutes Zeichen, ein richtig guter Beitrag, ein richtig guter Aufschlag für den bezahlbaren Wohnungsbau in unserem Land. Und deshalb herzlichen Dank an die Landesregierung. Wir haben in diesem Gesamtkontext 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr etwa 600 neue Wohnungen aus dem Programm finanzieren konnten. Wir 329 Wohnungen sind in die Verlängerung der Belegungsrechte gegangen. Ich erinnere mich auch an die Diskussion, die wir geführt haben, dass eben Investoren sich sozusagen aus der vorzeitigen Ablösung von Darlehen aus dieser Belegung des sozialen Wohnungsraums entfernen wollen. Auch das Thema muss aufgegriffen werden. Da sind wir auch in keinem Widerspruch. Aber heute und deshalb noch einmal zum Abschluss sage ich Dankeschön. Es ist ein gutes Signal, es ist ein gutes Zeichen und es ist ein Stück weit wirkliche Investition in den bezahlbaren Wohnraum für viele Menschen hier in der Region, hier in unserem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Für die Fraktion der SPD ist die nächste Rednerin die Abg. Barth. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 2018 schon wurde mit großer Begeisterung das heute wieder auf der Tagesordnung stehende und etwas sperrig klingende Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz, heute hat man schönere Namen, verabschiedet. Damals noch von Frau Ministerin Hinz als Teil des großartigen Masterplans Wohnen. Von dem Plan spricht heute keiner mehr. Und auch die zuständige Ministerin wurde inzwischen aus gutem Grund ausgetauscht
und heute steht das Gesetz wieder auf der Tagesordnung, da nachgelegt werden muss. Das Gesetz, das insbesondere auch finanzschwache Kommunen bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit Mitteln der Zinsverbilligung unterstützen soll. Schon 2018 hatte mein Kollege Michael Siebel Ihnen vorgerechnet, wie sich die Zahl der Sozialwohnungen in ganz Hessen entwickelt. Seit 1999 von 178.000 auf 93.000 in 2018 und ich ergänze 79.000 in 2019, 34.000 Sozialwohnungen übrigens in der Zeit von Schwarz-Grün. Das sind also etwa 20%. Ich sage, Grün wirkt, Herr Minister. Und schon damals hat auch mein Kollege Sie aufgefordert, auch die Förderkonditionen zu ändern. Sie haben es angesprochen, was Sie nun nach 2 Jahren endlich tun. Und schon damals hat Ihnen auch Herr Siebel genüsslich bei Ihrem großartigen Masterplan mit 1,7 Milliarden € vorgerechnet, wie viele echte Landesmittel darin enthalten sind, wie viel sie wo zusammengeklaubt und neu etikettiert, wie viele Darlehen und auch hier zu einem großen Teil enthalten, ja am Ende wieder zurückgezahlt werden, sodass, Zitat Michael Siebel, Ihr groß aufgeblasener Luftballon zu einer Erbse wird. Zitat Siebel Ende, das stimmt heute noch. Die unattraktiven Förderkonditionen sind, und das begrüßen wir ausdrücklich, ich sage es inzwischen nachgebessert, statt 80 Cent pro Quadratmeter nun 1,50 Euro und beim Erwerb von Sozialbindung nun mit 2,50 Euro anstelle 1,50 Euro bezuschusst, wie es am Sonntag in Ihrer Pressemeldung stand. Aber die Sozialwohnungen, die nehmen trotzdem weiter ab. Warum? Als ich Anfang September für die SPD die dringlich notwendige Verlängerung der Nachwirkungsfrist für Belegrechte ins Spiel gebracht habe, also Wohnungsbaugesellschaften bei günstiger Kapitalmarktsituation den einseitigen und vorzeitigen Ausstieg aus Verträgen zu erschweren, hat der Wohnungsbauminister seine Rede leicht genervt begonnen mit endlich wieder eine Wohnungsbaudebatte. Dann hat er sich erst einmal wieder selbst beweihräuchert. Dann hat er sich am Kollegen Schalauske abgearbeitet, anschließend eine generelle Vorlesung, ja, ich habe es mir gestern noch einmal angeschaut, war köstlich, eine generelle Vorlesung über geförderten Wohnraum, dann das Thema der Erhöhung der Zinsen und Zuschüsse von heute vorweggenommen und ganz am Ende ging es doch tatsächlich noch einmal 1,5 Minuten um das eigentliche Thema der Wohnungsbindungsfristen. Es sei ein schlechter Zeitpunkt, dies jetzt zu ändern, ich sage mal wie immer, wenn es die Opposition fordert. Sie haben vorhin gesagt, Sie werden alle Möglichkeiten nutzen, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Dazu hätte auch das gehört. Tatsache ist, dass Ihnen die Zeit wegläuft. In Ihrer Pressemeldung von Sonntag, also immerhin Sonntagspressemeldung, schreiben Sie, dass mit diesem Jahr genau rund um die Uhr, dass mit diesem Jahr beantragten Zuschüssen 929 Belegrechte verlängert und neu geschaffen werden können. 600 Belegrechte neu geschaffen. Mein Kollege Bijan Kaffenberger kam vorhin völlig aufgelöst bei mir ins Büro und sagte, Mensch, Elke, 600 neue Belegrechte, das ist ja Wahnsinn. Das ist ungefähr so phänomenal wie 600 Meter neuer Fahrradweg zwischen Darmstadt-Wixhausen und Erzhausen. Bravo, sage ich nur. Da greife ich mir wirklich an den Kopf. Allein in Frankfurt sind in den letzten 2 Jahren 1.600 Belegungsrechte vorzeitig ausgelaufen, genau wegen dieses Gesetzes der Nachwirkungsfrist für Belegrechte, wo Sie immer noch den richtigen Zeitpunkt suchen, um es zu ändern. Sehen Sie nicht, dass jeder Tag zählt. Nein, Sie hatten weder vor 2 Jahren einen guten Masterplan, noch zündet Ihr Frankfurter Bogen. Und vor Ort
haben Sie noch nicht einmal Ihre Parteikollegen im Griff, wie bei den Güntersburghöfen in Frankfurt. Diesen Erfolg des vergangenen Wochenendes haben Sie heute tunlichst verschwiegen. Gerne erhöhen wir heute die Fördermittel, Gelder für Ausfallbürgschaften, Mittel für zusätzliche Zinszahlungen. Aber rund, meine Damen und Herren von der Koalition, wird Ihre Wohnungspolitik dadurch leider immer noch nicht. Vielen Dank, Frau Barth. Nächster Redner für die Fraktion Freie Demokraten ist der Abgeordnete Jürgen Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In diese Generalkritik neigt man oder ist man ja schnell dazu geneigt, auch einzustimmen. Das kann ich aber an dieser Stelle nicht tun, meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, wenn ihr mir auch gleich applaudieren wollt. Weil man kann sicherlich beim Wohnungsbau weit ausholen. Sicherlich, das hat 7 Jahre lang gedauert. Immer wieder sind auch gerade die Förderrichtlinien angesprochen worden von den Experten. Ich nenne nur einmal den Herrn Dr. Tausendpfund vom VdW Südwest. Wie oft hat er gepredigt, das ist alles gut und schön, was ihr an Geld zur Verfügung stellt. Es kommt nur bei den Unternehmen nicht an. Und wenn es bei den Unternehmen nicht ankommt, kommt es auch bei den Mieterinnen und Mietern nicht an. Und das ist ja wirklich eine Sisyphusarbeit gewesen über Jahre hinweg. Aber eins muss man konstatieren, und das ist auch das, was der Minister gesagt hat. Wenn wir tatsächlich bei der Frage Finanzierung weiterkommen wollen, müssen wir vor allen Dingen an die Förderkulissen, an die Richtlinien des Landes für die Förderung vom Mietwohnraum. Und meine Damen und Herren, dann ist es auch folgerichtig, dass man das Gesetz dann dazu ändert und die entsprechenden Mittel bereitstellt. Aber es ist am Ende, muss man klar sagen, auch die letzte Patrone, die wir in dem Bereich haben. Wenn Sie sich die Förderrichtlinien anschauen, mit einem verlorenen Zuschuss bis zu 40%, dann muss man sich fragen, was können wir als Land finanziell denn überhaupt noch machen? Ich finde es ausdrücklich richtig, dass die Landesregierung a. diesen Gesetzentwurf vorgelegt hat und b. noch viel wichtiger, die Richtlinien geändert hat. Das ist die richtige Konsequenz. Und das kann man auch, da muss man sagen, ja, das ist richtig, das habt ihr auch gut gemacht, vor allen Dingen auch die bautechnischen Vorgaben zu streichen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für einen grünen Minister nicht unbedingt einfach ist, solche bautechnischen Vorgaben aus einer Richtlinie herauszunehmen, weil das gerne auch ein Einfallstor für Politik ist. Also Hut ab dafür, für den Schritt, den Sie jetzt gehen. Aber man muss auch klar sagen, das ist die letzte Patrone, die wir da in diesem Gürtel haben. Wenn es jetzt nicht zündet, wenn jetzt der Wohnungsbau nicht zündet, haben wir nicht mehr so sehr viele Möglichkeiten als Land. Dann müssen wir uns doch mal mit beschäftigen, wo denn die Probleme liegen. Und das sind nach wie vor die fehlenden Baugrundstücke. Und das ist die Akzeptanz vor Ort. Das ist die Akzeptanz vor Ort. Da werden wir uns darüber unterhalten müssen, was mit einem Bürgermeister passiert, der ein Baugrundstück nicht entwickeln kann oder will, weil er sich bei seiner Bilanzbetrachtung a. es sich finanziell kaum für ihn lohnt und dann auch noch eine Bürgerinitiative hat, wo er dann auch mal auf Wiederwahlen schaut und sagt, ob das jetzt eine kluge Idee ist, da wirklich mit Schwert und Flamme voranzugehen. Lassen Sie uns daran arbeiten. Und da brauchen wir auch das Land. Da müssen wir die Kommunen unterstützen bei der Frage der Erschließungskosten, der Infrastrukturkosten, aber auch der Folgekosten, die so ein Wohnbaugebiet für eine Kommune hat. Dann kommen wir ein Stück weit in einen Bereich rein, dass wir sagen, hier müssen wir den Kommunen wirklich nachhaltig helfen bei dem, was an Kosten auf die zukommt. Und dann werden wir auch bei der Frage Akzeptanz von Grundstücken, von Baugebieten, und das geht quer durch alle Parteien durch. Da muss sich keiner einbilden, dass das an Parteipolitik festzumachen ist. Das habe ich in der eigenen Partei erlebt, das haben die Grünen erlebt. Und da an Akzeptanz zu arbeiten, dass Wohnbaugebiete eben dazu da sind, Wohnraum, Lebensraum zu schaffen für Menschen und das auch mit Qualität zu unterlegen, das ist unsere aller Aufgabe. Deswegen
Ich bin gespannt auf die Anhörung. Was in der Anhörung nicht drin ist, sind sozusagen die Richtlinien des Landes. Die sind nicht Teil der Anhörung, das ist auch okay. Das wird die Erfahrung zeigen. Aber, meine Damen und Herren, ich kann in die Globalkritik an dieser Stelle einfach nicht einstimmen. Der Gesetzentwurf ist richtig, weil er eine logische Konsequenz ist aus der Änderung der Förderrichtlinien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Nächster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, verehrte Damen und Herren Minister! Bei Gesetzentwürfen der Regierung lohnt es sich kaum, noch von jemanden vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Der Entwurf wird ohnehin angenommen werden. Was wir als Opposition tun können, ist nur zu erklären, warum Sie auf dem Holzweg sind, und zwar nicht erst seit gestern. Dazu erzähle ich Ihnen eine Volksweisheit. Was ist der Unterschied zwischen einem Sozialisten und einem Kapitalisten? Der Sozialist gibt dem Bedürftigen Geld und hofft einfach, dass der was draus macht. Der Kapitalist gibt dem Bedürftigen kein Geld, sondern versucht, Bedingungen zu schaffen, unter denen der Bedürftige selbst zu Wohlstand gelangt. Was ich damit sagen will, ist offensichtlich. Sie wollen jetzt noch mehr Geld in eine Grube schaufeln, in der bereits jetzt Unmengen verschwunden sind. Wie bei fast allen Ihren Anträgen zur Baupolitik wollen Sie nicht die eigenen Fehler einsehen. Sie wollen denselben Fehler wiederholen und hoffen, dass es diesmal kein Fehler sein wird. Dabei ist klar ersichtlich, dass Ihr Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz, das schon am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, völlig wirkungslos war. Sie geben das sogar selbst zu, wenn Sie in Ihrem Entwurfstext schreiben, die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei weiterhin spürbar angespannt. Das ist beschönigend für »Es hat einfach nicht gefruchtet«. Aber statt Schlüsse zu ziehen aus der Unwirksamkeit des Programms, wollen Sie es noch weiter ausbauen. Das ist lächerlich. Seit wir in den Landtag eingezogen sind und hier unseren Wähler vertreten, sagen wir, die Lösung für die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist erstens die Erhöhung der Eigentumsquote und zweitens die Verbesserung der Bedingungen im ländlichen Raum. Was Ersteres anbelangt, Ihr Förderprogramm wird nicht dazu beitragen, dass der gebeutelte deutsche Mittelstand wieder mehr bauen wird von sich aus. Sie geben nur den Kommunen Geld, sie verteilen Steuergelder um. Und was Letzteres anbelangt, Sie schreiben in Ihrem Entwurfstext das Zitat, in vielen Landesteilen eine sich verschärfende Wohnungsknappheit bestehe. Welche Landesteile sind das? Geht es um den Kreis Wetterau oder das Hinterland von Fulda? Nein, Sie wissen ganz genau, dass es nicht darum geht. Es geht um die urbanen Regionen, die ohnehin schon verdichtet sind. Und diese Kommunen wollen Sie fördern, damit dort noch mehr Menschen hinziehen. Wir als AfD wollen, dass erstens der hessische Bürger nicht dazu gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um anständige Lebensbedingungen zu finden, und zweitens, dass hessische Bürger hinreichend gute Bedingungen vorfinden, um ohne Förderprogramme selbst bauen zu können, statt auf staatliche Wohlfahrt angewiesen zu sein. Und jetzt noch ein letztes Wort zum Zusammenhang von Bau- und Migrationspolitik. Ihr Wohnrauminvestitionsprogramm war von Anfang an gekoppelt an die Aussichtung auf Errichtung von Flüchtlingswohnheimen. Das steht zwar nicht mehr im vorliegenden Entwurf,
aber Anfang 2018 haben Sie es explizit geschrieben, als wir im Landtag noch nicht vertreten waren. Sie haben damit zugegeben, dass die Grenzöffnung von 2015 irreparablen Schaden am hessischen Wohnungsmarkt angerichtet hat. Bei all Ihren Förderprogrammen scheinen Sie eins zu vergessen. Es ist nicht Ihr Geld, und das, über das wir beschließen, sondern das Geld der Bürger. Und jetzt wollen Sie, dass der Bürger noch mehr dafür zahlen soll, dass die politische Klasse so weltoffen und tolerant sein wollte. Das ist heuchlerisch, und auch deshalb werden wir gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schulz. Nächster Redner ist der Abgeordnete Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Präsident. Und ich will vielleicht zu den Bemerkungen des Vorredners nur eines sagen. Es gibt sicherlich viele gute Gründe, die Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung zu kritisieren, aber sicher nicht dafür, dass sie den Kommunen finanzielle Unterstützung gewährt hat, um Menschen auf der Flucht menschenwürdig unterzubringen. Und zweitens hat der Redebeitrag wieder einmal gezeigt, dass es eine Fraktion hier im Hessischen Landtag gibt auf der rechten Seite, von der Mieterinnen und Mieter überhaupt nichts politisch erwarten können, die sogar in ihrem Programm zur Landtagswahl noch gegen Mieterinnen und Mietern hetzt. Und mit jeder Debatte im Hessischen Landtag machen Sie das noch einmal deutlicher, und das spricht für sich. Gegen ein Gesetz mit einem Förderziel, das, und ich zitiere, sagt in § 1 und Artikel 1, Schaffung und Modernisierung von dauerhaftem bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden und Landkreisen, kann eigentlich niemand etwas haben, außer natürlich einer Rechtsaußenfraktion. Ja, sogar die FDP konnte sich bei ihrer sonstigen Skepsis gegenüber der öffentlichen Förderung von bezahlbarem Wohnraum ja fast schon ein bisschen für diesen Gesetzentwurf erwärmen. Und es ist natürlich völlig richtig, wenn das Land die Kommunen bei der Schaffung und Modernisierung von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete unterstützt. Beides sind notwendige, sinnvolle Maßnahmen, und es ist die Aufgabe des Landes, die Kommunen hier auch stärker zu unterstützen. Allerdings muss man natürlich auch einen Blick auf die gesamte Politik der schwarz-grünen Landesregierung im Bereich der Wohnungspolitik schauen. Und da war eigentlich genau erwartbar, was heute passiert ist. In dem Moment, als die Kollegin Förster-Heldmann ans Mikrofon trat und noch einmal lobpreiste, wie viel sagenhaftes Geld denn diese Landesregierung zur Verfügung stellen würde. Wir kennen Ihr Mantra, unzählige Förderprogramme, beispiellose Fördermittel und insgesamt und überhaupt ja eh nur eine ganz großartige Wohnungspolitik der Landesregierung. Allerdings, wir haben hier eine Menge Erfahrung jetzt mit dieser Selbstbeweicherung der schwarz-grünen Landesregierung, das immer wiederkehrende Muster. Das ist ja nicht nur in der Wohnungspolitik so. Das dramatische Problem ist nur, es unterscheidet sich fundamental von der Wahrnehmung der Menschen, die im Lande Hessen, insbesondere im Ballungsraum, in den großen Städten und in den mittleren Städten, auf der dringenden Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind. Für die sieht nämlich die Realität ganz, ganz anders aus, als die schwarz-grüne Landesregierung hier in ihren Sonntagsreden darstellt. Und da hat die Kollegin Barth doch völlig recht. Es sind mittlerweile fast 7 Jahre, in denen die CDU und die Grünen die Verantwortung für die Wohnungspolitik in diesem Land tragen. Die CDU natürlich noch länger, die Grünen seit fast 7 Jahren. Und in dieser Zeit ist eigentlich nicht viel passiert, um die Situation der Mieterinnen und Mieter grundlegend zu verbessern. Im Gegenteil, Sie reden hier immer wieder das Loblied auf die Player und auf die Investoren, die man doch auch stark unterstützen müsste, während die Mieterinnen und Mieter allzu oft nicht von den von ihren wohlklingenden Ankündigungen profitieren. Und weil das eben so ist, muss man auch bei diesem Gesetzentwurf genauer hinschauen.
Es reicht nicht immer nur auf Rekordfördersummen zu verweisen, und deswegen schauen wir uns die Zahlen an. Die Aufstockung der Mittel, die Verdoppelung auf um 257 Millionen €, das klingt nach viel, das ist auch gut. Nur Sie müssen schon dazu sagen, dass sich auch die Laufzeit des Programms bis 2030 verlängert. Und dann sieht man schon, dass die Aufstockung der Mittel, wenn gleichzeitig die Jahre, in denen man sie abrufen kann, sich deutlich verlängern, nicht ganz so der große Wurf ist, wie Sie das hier darstellen. Also es ist gut, wenn es Veränderungen gibt und auch, dass es mehr Zuschüsse gibt. Aber spannend ist auch, was denn am Ende eigentlich dabei herauskommt. Und die Zahlen, die hat die Kollegin Barth ja schon genannt. Wir hatten noch 1990 200.000 Sozialwohnungen. Es waren Ende 2018 noch 80.000. Und wie viele es denn heute sind, ja, darauf warten wir dann noch auf die Antwort auf unsere kleine Anfrage zur sozialen Wohnraumförderung. Deren Beantwortung dauert mittlerweile fast 5 Monate. Ach ja, heute kam kurzfristig die Antwort auf Teil 2 unserer Anfrage. Dort wurde noch einmal angekündigt, dass bis 2024 weitere 8.000 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Und ich glaube, das zeigt, wie groß die Probleme sind, die da anzupacken sind, und dass man da auch mit so kleinteiligen Maßnahmen nicht wirklich vorankommt. Wir haben einen Wohnraumförderbericht, der alle 3 Jahre eigentlich vorgelegt werden soll. Den haben wir seit 2016 nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und ich finde, beides, die Beantwortung unserer Kleinen Anfrage wie auch das Fehlen des Wohnraumförderberichts, zeigt, wie wenig Respekt Schwarz-Grün der Arbeit des Parlaments da zeitigt. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Herr Kasseckert hat es selber gesagt, die Mittel werden überhaupt nicht abgerufen. Und insofern wird sich zeigen, ob mit dieser Gesetzesänderung denn tatsächlich Ihre großspurig verkündeten Ziele erreicht werden. Wir werden das weiter sehr kritisch begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske. Damit sind wir am Ende der Aussprache in der ersten Lesung. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA.